Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir Bowser ein bisschen ausprobiert. Ich habe eingesehen, dass Bowser echt schlecht fürs Team ist. Also zumindest nicht mal ansatzweise fürs Team geeignet. Ich will mich hier an dem Fischweitwerfer nochmal versuchen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich Rosalina jetzt, also Rabbit Rosalina, wieder im Team. So, ich will mich da nochmal dran versuchen. So, den ersten Barsch haben wir direkt. Jetzt heb's doch auf. So, rein damit. So, wieder ein. So dumm, wenn man eine Wand berührt. So, Nummer 3. Wenn ich beeile, kann ich beide reinwerfen. Jetzt hebt den auf. So, 6. Komm, dich kriege ich auch noch. So, 7 habe ich geschafft. War mal nicht mehr als letztes Mal. Letztes Mal habe ich, glaube ich, nur 5 gehabt. Ein Goldfinish. Jedenfalls habe ich diesmal ordentlich was geschafft. Ja, Rabbit Rosalina ist wieder in unserem Team. Ich muss gegen die da unten nochmal antreten. Das. Da habe ich gar keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Weil diese Heilers echt schrecklich zu bekämpfen sind. Aber ich brauche sie ja für die Nebenquests. Eventuell mache ich die Heilers offscreen. Dass wir es dann einfach nur abgeben können. So, 4 Münzen habe ich, glaube ich, ne? Warum will ich bei ihm eintauschen? Als nächstes müssen wir in den Wald rein. Hätte ich von der Seite eigentlich irgendwie was machen können? Ich vergesse die ganze Zeit die Taste für die Karte. Ja, wir sollten eventuell so rum. Also nochmal zurück. So, von da unten aus komme ich da drum. Wenn ich es richtig sehe. Oh, nur den Block für das hier. Wo liegt der denn rum? Dem hier geht's nicht gut. Da liegt der Block. Ich weiß nicht, was dir passiert ist, aber du tust mir leid. Bei ihm sind die Lichter aus im Oberstübchen. Leute, wollt ihr trainieren? Da ist die richtige Hantel. Okay, eine Röhre. Direkt geöffnet. Es erwartet mich auf der anderen Seite. Ein Schatz. Okay. Halt eine Münze. Wie gesagt, den Aaldrachen, da geht's ja nicht so gut. So, hier haben wir noch einiges zu holen.
Das würde ich halt bevorzugen. Ich will aber eigentlich erstmal hier links den Weg aufmachen, falls ich da lang kann. Zum einen, weil da weniger ist. Guck mal, da ist auch so eine Pfütze. Das ist übel vom See. Ach so, ich muss nur da hinten hin. Das klingt doch easy. Also ja, ich habe das halt auch schon in den Kommentaren gelesen. Bowser ist halt wirklich einfach nur der Map-Zerstörer. Für mehr ist er nicht gut. Schade, ich wollte eigentlich da hoch. Ach, die saßen. Ach nö, da ist irgendwie so ein komischer Heiler. Die warten alle erst auf der anderen Seite. So. Ach, ich habe vergessen, ihr den zweiten wieder zurückzugeben, ne? Den Verstärker. Müssen wir eine Schlacht ohne auskommen. So, du gehst eine Runde fliegen. Kann direkt nochmal fliegen gehen. Treffe ich ihn auch von hier aus der Deckung? Nee. So, wieder weg mit dir. Mir kam übrigens nicht in den Sinn, eventuell die anderen mal vorher rauszuscheuchen. Komisch, dass nur ein Gumba losläuft. Ach nö. Die finden da unten gerade Freunde. Zeit für einen Feuerregen. So, die kriegen alle drei eine ab. Wenn die sich bewegen. Der da stirbt gleich sowieso. Mich so hinstellen, dass ich da treffe. So, dann mache ich ihn noch lethargisch.
Perfekt. Ich bin gewappnet, wenn da jetzt noch welche hochkommen. Ich hasse die Dinger. Oh, eine Goomba-Armee. Ich kann es mir jetzt richtig easy machen. Ich muss die alle gar nicht bekämpfen. Ich brauche nur nach vorne an die Klippe und eine Runde fliegen gehen. Der Gott, das war Rosalina. So, wie gesagt, ich kann die ignorieren. So, einfach Teamsprung. Und geschafft. Auch wenn Rebella draufgegangen ist. Easy. Habe jetzt nur nicht genügend Münzen gerade zum Heilen. Ich wollte X drücken. Zum Sprinten. Da ist das Planetentor. Also die Herausforderung. Brauche ich aber halt erst den Schlüssel, ne? Da kriegen wir wieder irgendeinen Ultraspark. Ach, jetzt, bevor ich es vergesse. Sparks. Die Guten kommen da wieder rüber. Hier oben ist ein Haus. Aber da kann ich nicht rein. So, jetzt ist die Frage, wo ist der Schlüssel? Da drin wahrscheinlich. Dann ist hier wenigstens von der Seite schon mal offen. Haben wir eine Sorge weniger. Wie viele Münzen brauche ich? 180. Ich brauche 26 Münzen, um Rebella zu heilen. Ich vergesse immer wieder, welche Tasten ich eigentlich drücken will. Solange ich Rebella nicht heilen kann, hole ich Mario ins Team. Kann ich die Bäume nicht aufschütteln? Ja, da kam sogar ein Item bei raus. Da hinten sind meine Hassgegner. Obwohl, nee, sind nicht die Heiler. Ich kann euch, glaube ich, sogar ignorieren. Ja, jetzt habe ich ja die unsichtbaren Wege. Nee, 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 nee. Eine Münze noch, dann kann ich Rebella heilen. Kann schon wieder zurück ins Team. Diese Heiler, die machen halt unglaublich viel Schaden. Deswegen hasse ich die. Weil die mit einem Angriff einfach mir mehr als Hälfte Leben ziehen. So, die Brücke zur Finsterzeit. Was haben wir denn hier? Wir haben da einen Heslon. Ach, das sind nicht mal die Heiler. Da unten ist Heslon. Die mag ich einfach überhaupt nicht.
Erstmal gucken, dass ich Luigi da hochbekomme. Direkt eine mitgeben. Dann machen wir Luigi erstmal unsichtbar. Bella würde sich auch gut da oben machen eigentlich. Einmal kurz mit der da weggehen. Dann kriegen erstmal alle eine Breitseite. Oh, das hat gut Schaden gemacht. Und die haben sich gegenseitig nochmal im Brand gesteckt. So, jetzt gehe ich wieder runter. Und das soll mit Rosalina den da oben noch eine mitgeben. Dann kann ich den auch komplett ignorieren. So, alle boosten. Hätte ich vielleicht vor dem Feuersturm machen sollen. Dann gebe ich euch dreien jetzt eine mit. Viel zu leicht. Und dann verhänge ich das Ultimatum. Nur der kann was tun. So, du bist, glaube ich, tot. Das Schöne ist, ich kann das jetzt nochmal machen. Ich gehe nur sicherheitshalber mit ihr ein bisschen weg. Ich stelle mich ein bisschen mehr hier hin. Ich will, dass die da oben nur einmal getroffen werden, wenn überhaupt. Ich liebe diese Fähigkeit. Die ist einfach so ultimativ krass. Liebe es einfach. Nee, dir brauche ich keine Raserei mitgeben. Dir muss ich sie dann mitgeben. Ja, du stirbst jetzt sowieso. Mann, ist diese Schlacht einfach. Die war mega easy. So, und hier müsste noch irgendwo was auf mich warten, oder nicht? Hallo? Wo ist mein Schatz? Ich wurde betrogen. Man kennt es ja nicht anders. So, da will wieder ein Schlüssel hin. An den einen Punkt da. Ja, die ignoriere ich. Die lassen wir runter. Dich kann ich nicht ignorieren und ich muss das Ding durchbringen. Leute, die Schlacht habe ich wahrscheinlich rausgeschnitten, weil die war innerhalb von 10 Sekunden vorbei. Also ich musste nur zwei von diesen Dicken umnieten und die waren so schnell tot, dass es nicht mal der Rede wert ist, es anzusprechen. So, ich will wissen, wo mein Geheimweg ist. Irgendwie muss ich ja da hinten hinkommen. Okay, ich muss auch den Goomba ausschalten. Ich überspringe den auch mal eben kurz. So, Goomba ist aus dem Weg geschafft. Jetzt ist da offen. Muss auf Karte gucken. Ich glaube davor, wo dieser eine Typ war, da hätte ich lang gemusst. Ich bin beim Kürbisbeet angekommen. Jetzt können Kürbisse mitgenommen werden. Ich kann ja von oben gucken. War da eine
War da ein Weg da hinten hin? Scheinbar nicht. Ich denke mal, irgendwo beim Kürbisbeet wird eine Kanone sein, die mich rüberballert. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Rabbits Spaß. Da ist eine rote Münzen-Challenge. Ich muss schon sagen, dieses Kürbisbeet sieht nicht so extrem gesund aus. Der Vogelscheuche fehlt der Kopf. Aber der ist der Kopf ein bisschen groß geraten. Oh, da, da drin ist irgendwas. Es glitzert so schön. Ach, der fehlende Kopf. Hier, bitte. Muss ich wahrscheinlich mit mehreren Vogelscheuchen machen? Schätzungsweise. Da ist wieder so ein komisches Kreissymbol auf dem Boden, mit dem ich nichts anzufangen weiß. Schnee, rote Münzen sammeln. Wo sind die nächsten? Da unten. Los. Hab sie. Ja, ich muss richtig viele Köpfe sammeln. Ist okay. Und gibt wahrscheinlich eine Planetenmünze, wenn ich alle ihren Köpfe wiederbringe. Da liegt auf jeden Fall ein Kopf. Jo Leute, was haben wir denn hier in dem Haus? Oh, hier sind haufenweise Münzen. Und ein paar Bilder. Was hatte Tristose denn diesmal für uns? Wenn Tristan ein Gedicht vortrug, schlug das Schicksal zu. Natürlich machten die Prima Paletianer ihn dafür verantwortlich. Sie untersagten es ihm, Gedichte zu schreiben und begründeten dies mit Sachschäden in Milliardenhöhe und seiner Verwendung von klischeehaften Metaphern. Die Einwohner veranstalteten einen Poesiewettbewerb, um einen neuen Dichterkönig zu küren, denn Tristans Gedichte wurden immer von Tragödien begleitet. Tristan nahm verkleidet an dem Wettbewerb teil, um zu beweisen, dass es nicht seine Dichtkunst war, welche die Unglücke heraufbeschworen hatte, sondern einfach Pech. In 1142 Fällen. Wahrscheinlich genau nachdem er ein Gedicht vorgetragen hat, schlug es wieder zu. Unglück des Tristans. Ich sollte einfach aufhören, Gedichte zu schreiben, ganz ehrlich. Wohin wird das denn jetzt bewegt werden? Nach da unten will es. Dann komme ich an das eine Teil da dran. Und du wirst auf irgendeinen Vogelscheuche drauf, ne? Du willst deinen Körper wieder haben. Da oben war eine Vogelscheuche, da packe ich dich drauf. Ist, glaube ich, egal, wo ich sie hinbringe. Ja. Eine Erinnerung zu Prima Wille. Diese Vogelscheuche will auch noch ihren Kopf zurück. Hallo, du willst Stress, habe ich gehört. Ach, ich muss 8 Runden überleben. Dann tausche ich Luigi eben aus gegen unsere Heilerin. Hat sie auch die richtigen Spugs dabei? Das zum selber heilen. Und Gegner von sich wegpusten. Läuft. Also Gegner besiegen und gleichzeitig einfach am Leben bleiben.
Erstmal Team boosten. Rebella, hau rein. Auch wenn das ein bisschen meine Deckung kaputt macht. Außer weniger von denen. Ich würde gerne so angreifen, dass es den anderen da auch trifft. So, damit die beiden tot sind. So, dich reck ich auch so. Und dich kann ich jetzt treffen. Ich wollte gerade sagen, ich packe mir eben kurz hier was hin, aber kann ich gar nicht. Die sind so ekelhaft. Die Verwandten der Heilers, die Gegner spawnen. Rebella einmal nach da unten schicken und Feuerregen machen lassen. Aber erst werden alle einmal kurz geheilt. Ich hätte auch noch eine andere Idee. Muss ich nicht extra hier Rebella bemühen erstmal. Die muss ich erstmal nach unten helfen, ne? So, zuallererst die Sturmklinge. So, beweg dich. So, dann gebe ich dir eine Mitgift. Hau euch jetzt im besten Fall eine runter. Schade, steht nicht gut genug dafür. So, hier muss ich so machen, dass ich am besten dem da eine Mitgift geben kann. Dann kann ich nämlich so viele wie möglich lethargisch einfach machen. Dass sie sich alle gar nicht wehren können, diese Runde. Perfekt. Alle lethargisch. So, wie machen wir das jetzt am schlausten? Ich könnte mir, glaube ich, mit Rasereien allein schon töten. Doch nicht. Ist Wasser auf euch überhaupt effektiv? Scheinbar. So, 2 Leben noch. Du bist der Windsturztyp, ne? Oh, das ist sogar effektiv auf den da. Runter mit dir. So. Die leben und ihn töten. Passt. Loser. Dann will ich mich jetzt in Deckung begeben. Und die Teile kann ich nicht angreifen. Weg.
Ich will mich mit allen gerade eher in Sicherheit begeben. So, euch gebe ich einfach Lethargie. Mit ihr gehe ich da hinten in das Eck. So, passt dann schon. Mach ich deine Deckung noch ein bisschen kaputt. Hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Naja, jetzt ist es auch zu spät. Och nö, Heiler. Und dann auch noch mehrere Heslons. Die überlebt gerade so. Rabbit Rosalina? Team boosten. Dann wird hier unten kaputt gemacht. Im Bestfall sterben die Heiler. Sagt im Bestfall. Warte mal, das können wir noch mal ein bisschen verbessern. Ich muss mich nur richtig positionieren. Verdammt, ich habe genau den Falschen getroffen. So, jetzt aber. Und die Lethargie kam trotzdem durch. Hoch mit dir. So, müssen ja beide den Teamsprung machen können. Dass es bei Rebella wesentlich praktischer wird. So, tschüss. Und heilen. So, mehr kann ich nicht tun. Noch mehr Heiler? Noch ein Heiler. Was denn auch sonst? Alles andere wäre ja fair. Ich hasse diese dummen Heiler. Ja, macht ihr Verteidigung ruhig. Hauptsache, ihr lasst mich in Ruhe. Da gehe ich nicht hin. Steckt der nächste tot. Okay, gut. Ich habe irgendwas bekommen. Eine Planetenmünze und ein Fertigkeitenprisma, wie es scheint. Ist hier an der Ecke sonst noch was? Ich habe auch noch eine Aero-Klinge erhalten, die Urwald-Aero-Klinge. Okay, ich denke mal, der letzte Kürbiskopf wäre in diesem komischen Kreise. Dafür brauche ich erstmal noch eine Grabfähigkeit, die ich noch nicht habe. Aber schön, jetzt habe ich eine Abkürzung hier hin. Kann ich hier halt auch hin und her, wenn ich will. Ja. Ich gucke, wie ich den Fertigkeitenprisma jetzt verwerten kann. Hier kann ich auf jeden Fall eine Verwertung dafür nutzen. Noch ein Kettenziel. Und dann gebe ich dir, wenn ich kann, irgendwie noch Power. Kann ich nicht. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.